Moin Moin Leute und willkommen zurück zu Dead Light. Wir sind immer noch in Seattle unterwegs und versuchen zum Safe Point zu gelangen. Und ja, rennen vor. Oh, meine Fresse. Rennen vor Schatten davon. So werden sie, glaube ich, genannt. Ja, irgendwie muss ich da an die Leiter kommen. Nein! Geht doch bestimmt irgendwie anders. Ah, bitte, geht doch. Ja, beim Landen linke Schultertaste drücken, um sich abzurollen. Ja, ich weiß nicht, ist das S vielleicht? Ich weiß es nicht. Ausprobieren. Nö. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man sich abrollt. Wie auch immer. Soll ich hier erst rein? Oder soll ich erst die Leiter runterklettern? Ah, ich gehe erstmal hier hin. Gucken wir mal, was hier so in der Wohnung drin ist. Oh, guck mal. Hundefotos. Oh, ein Kühlschrank, oder? Was ist das? Eine kopierte Seite aus dem alten medizinischen Fachbuch. Einige Abschnitte wurden markiert. Direkter Kontakt mit Körperflüssigkeiten des Infizierten wie Blut etc. PP. Vermeiden ist wahrscheinlich. Okay. Ja, eigentlich sollte das jedem klar sein, dass man Körperflüssigkeiten mit solchen komischen Leuten nicht austauschen sollte. Ja, wenigstens funktioniert der Fernseher noch. Ich liebe Spieluhren. Habe ich das schon mal. Es gibt nichts Creepigeres als eine beschissene. A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Aha. Eine Musikbox, die erinnert mich an meine Vergangenheit. An eine vergessene Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter. Verschwundene Seite aus meinem Tagebuch. Warum sind das verschwundene Seiten aus deinem Tagebuch? Warum liegen die denn hier überall? Das heißt, du musst hier vorher schon mal gewesen sein und die dann hier verloren haben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hauptsache, es gibt was zu sammeln, wa? Nein! Oh Gott im Himmel. Das sah so aus, als wenn der nicht weit genug springt. Ach, Gott sei Dank, ein Medikit. Okay. Ich habe einen 38er gefunden. Juhu! The days of wasting bullets have passed. Besser nicht. In Kayshawn, we shot at anything and everything. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Oh, cool, ich bin ein Redneck. When did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carry in the mountains. First you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Ich bin schnell mit meinen Fingern. What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Ein Schuss Tutorial. Try to shoot that can over there. That'll be easy.
Schieß auf die Dose. Wie aim ich denn? Okay, rechte Maustaste. Alles klar, okay. Kaboom. Mal bitte, es geht doch. Kid, I like your style. Well, let's think of something harder. Ich will keine Krähe abballern. Krähen sind cool. Oh, ich muss das nachladen. Ach so, okay. Mehrere Male R drücken. Mit einmal R drücken lädt er nur eine Kugel nach. Alles klar. Oh, nicht getroffen. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Alles klar. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Ja, das von hier. Gucken, kann ich den von hier treffen? Jo, kann ich. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Natürlich. Always in the head. Immer in den Kopf. Das ist ein Gesetz. Selbst bei Nicht-Zombies. Immer in den Kopf. Okay, ich habe 12 Kugeln. Ich weiß nicht, die will ich mir aber eigentlich aufsparen. Kann ich irgendwie die Axt wieder auswählen oder so? Okay, da ziehe ich die Knarre und wenn ich einfach nur Maustaste klicke, nehme ich die Axt, alles klar, okay. Gut, gut. Was haben wir hier? Juhu, noch mehr Kugeln. Also mehr kann ich da nicht. Achso, ich muss das Schloss aufschießen. Eigentlich dachte ich, ich kann da oben irgendwie drüber und dann. Okay. Ich guck nochmal, vielleicht kann ich nochmal. Oder? Ja? Okay, alles klar. Das ist also Munitionslager. Gut zu wissen. So. Oh, Alter! Ich dachte schon wieder, ich wäre tot. Okay. That's Parker's Motorhome. Motorhome heißt Wohnwagen. Okay. Ich komm hier echt rüber geklettert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss die Leiche da untersuchen. Ich könnte sie natürlich jetzt auch erschießen, aber ich will die Kugeln sparen. Ich bin gleich tot. Aber ich will die Leiche da untersuchen. Vielleicht hat die was Nützliches für mich. Come and get me, motherfucker. Machen wir einen auf Patrick Bateman und zerhacken ihn einfach mal. So. Schön. Dabei kann ich gar nicht mehr Kugeln benutzen. Also war die ganze Aktion für nichts. Und wieder nichts. Ist das hier ein alter Supermarkt? Shit, was muss ich da machen? Muss ich da durch, wa? Zack, okay, und... Geh weg von mir! Oh nein! Kann ich da durchkrabbeln, okay. The fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Okay, einen Weg finden, das Feuer zu löschen. Haben wir doch hier oben, hier ist so ein Wassertank. Hier. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet A. Elwood Tool.
That water tower looks weak. I could tackle it down. Okay, dann tackeln wir den mal down. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Hoffen wir das. Hier hängt ein Feuerlöscher an der Wand. Warum habe ich den nicht benutzt? Fragen über Fragen. Also, Feuer ist aus und sofort sind Schatten da. Das ist toll. Kommt schon her hier. Hier gibt's Frischfleisch. Frischfleisch. Boah. Das Leveldesign ist super. Das ganze Spiel sieht gut aus, finde ich. Für das, was es ist. Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden von den andauernden Drohungen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Ja, und? Oh, okay, dann eben so. Goodbye, Stranger. Hä? Was? ETF? Bleib doch liegen, ey. Ich will ihn niederhacken, Mann. Ja, bleibst du jetzt liegen? Ja, ich glaube, das war's. Nein. Eigentlich sollst du die Leiter hoch. Ja, genau. Da renne ich jetzt durch und renne dann in den nächsten Raum so ein paar Schatten in die Hand. Warum sage ich Schatten? Das sind Zombies. Das weiß doch jeder. Nee, doch nicht. I'll kill you, Freaks. Freaks! Bin ich nicht. Bin ich nicht. Eine kleine Hommage an den Joker aus The Dark Knight. Großartig. Beste, was Heath Ledger je gemacht hat. Und eins, und zwei, und drei. Ja, da komme ich nicht dran so. Aber da unten waren noch irgendwie Bretter oder so, ne? Die mir angezeigt wurden. Ja, was ist das denn hier? Ach ja, so. Oh, gut. Okay. Das kann auch. Muss ich wieder so einen Walljump machen, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Einfach ausprobieren. Jo. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Hey, hier hinten. Kommt mal her hier. Na los. Na kommt schon. Na? Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Ja, wer hatte mit dem Weltuntergang kein Problem? Ich. Glaube ich. Okay, das sieht auch wieder nach. Naja, da kann ich doch keinen. Ach, da muss ich hier an die Leiter springen und dann. Robber.
haben wir denn hier? Ein Testament, geschrieben von einem der Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in die Luft zu jagen, um all seine infizierten Nachbarn umzubringen. Das erklärt dieses riesige Loch hier im Haus. Ich weiß immer noch nicht, wie man sich abrollt. Und ich glaube, das wird mir früher oder später auch noch das Genick brechen. Komm. Ein Hubschrauber. Ich weiß nicht, wie stabil die ganzen Dinger hier sind. Ups, aua, das tat weh. Puh. Ich schau mal eben auf die Uhr. Oh, ein bisschen haben wir noch. Shit. Na kommt mal her hier, versucht mich zu holen. Ja, Ratten. Ah, okay, ich kann mich auch nicht ewig festhalten. Das ist gut zu wissen. So. Oh, okay. Also es ist nur für eine kurze Zeit aus. Ah, wollen wir mal rennen, wa? Und ab dafür. Nein! Nein! Oh, fuck! Okay, so nicht. Wie komme ich denn da sonst da lang? Ich dachte, es reicht. Aber ich kann auch nicht irgendwie so rutschen, oder? Kann ich rutschen? Ich weiß das nicht. Kommt und holt mich. Na los. Was soll ich das denn sonst machen? Wie könnte ich das machen? Kann ich den kaputt machen? Nee. Okay, einfach probieren. Probieren wir es einfach nochmal. Nein. Also mit Ausmachen ist es nicht getan. Was mache ich denn dann? Wie komme ich denn dann da sonst lang? Was könnten wir da machen? Was können wir da machen? Ja, genau. So rollt er sich also ab. Ich habe die Abrollentaste gefunden. Es ist Umschalt. Oh, scheiße. Okay. Hier machen wir einen Break. Hier machen wir Pause. Ob ich das schaffe, diesen beschissenen Elektrogenerator, diesen beschissenen Generator und diese beschissenen Elektrostromstöße. Diese Stromstöße. Strom ist Elektrizität. Auszuschalten. Ja. Ihr habt gerade einen Facepalm verpasst. Das seht ihr in der nächsten Folge. Dead Light. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.